ist zum Glück auch nicht so ein hässlicher Hacken-Porsche, sondern quasi die moderne Version. Damit muss man sich auch nicht schämen. Ich bin zurück aus dem Urlaub, meine Mitarbeiter waren fleißig und haben ein super Video gedreht über die B3 weg von B&W International. Deutsche Firma, made in Germany. Toller Trolley, den man auch als Fahrradtasche benutzen kann. Und wer kann das besser testen als einer unserer Mitarbeiter? Deswegen stelle ich euch die Marie vor, die normalerweise für Enjoy Your Camera hauptsächlich hier arbeitet. Und ab und zu auch mal so kleine Sachen für Enjoy Your Bike macht, aber sie ist bisher zumindest nicht in diesem YouTube-Account aufgetaucht. So wisst ihr wenigstens, um wen es geht. Und ja, wer kann das besser testen als jemand, der jeden Tag von A nach B pendelt, einkaufen geht, alles mit dem Fahrrad macht und sowieso schon Biketaschen benutzt hat. Ja, sie fand das Produkt super, hat mit Dieter zusammen als Kameramann diesen Film gemacht und guckt euch das in jedem Fall mal an. Wir verlinken auch das Produkt unten in der Beschreibung und gebt ihr ein paar Daumen hoch. War das erste Mal jetzt vor der Kamera für Enjoy Your Bike. Ist ja auch immer nicht so ganz einfach, wenn man das erstmal vor der Kamera steht, aber ich finde, die haben das super gemacht. Ja, Film ab! Wir haben jetzt ein neues Produkt von B&W, das ist die B3 Bag. Das ist eine Fahrradtasche, die kann auf dem Gepäckträger angebracht werden, hier mit so zwei Haken und wie man schon sieht, mit einer Trolleystange dann auch als Trolley verwendet werden. Die fasst 35 Liter und hält bis zu 15 Kilo. Das Material ist wasserdicht, der Reißverschluss hier oben für die Trolleystange zum Beispiel auch und das Rolltop ermöglicht eine Größenveränderung, je nachdem wie viel in der Tasche drin ist. Das Produkt hat mir mein Kollege Dan vor ungefähr einer Woche in die Hand gedrückt. Ich durfte das jetzt mal testen und finde das nach wie vor klasse. Also ich habe schon lange nach so einem Ding gesucht, weil ich unbedingt mal auf dem Fahrrad ganz entspannt meinen Einkauf tragen wollte und meine Umhängetasche hat mich bisher genervt mit Schwitzen bei der Hitze und jetzt habe ich halt die perfekte Lösung gefunden. Im Supermarkt ist das auch klasse. Also Wassermelone, Wasserträger, egal, passt alles rein. Kann ich ganz entspannt hinter mir herziehen. Ist zum Glück auch nicht so ein hässlicher Hacken-Porsche, sondern quasi die moderne Version. Damit muss man sich auch nicht schämen. Also ich finde es klasse und werde es weiterhin benutzen. Warum machst du nicht zu und nimmst den Riff raus? Das sieht doch total doof aus. Die Kamera läuft jetzt. Cool, erzähl mal. Keine Nahaufnahmen. Nee, du.